Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Ja, hallo, liebe Camper. Gleich feiern. Guck mal, Kunde holt gerade sein Auto ab. Haben wir auch so viel dran gemacht. Zweite, dritte Mal, jetzt hat er Hubstützen gekriegt. Guck mal, ist das, sagen wir immer wieder, ist das normal? Das machen die Kunden. Guck mal hier, das machen die Kunden für WCS. Lecker. Ja, ich muss ja abnehmen, ich darf das nicht essen. Ne? Ja, so, liebe Camper, wisst ihr Bescheid. Ja, schön. Guten Morgen, liebe Camper. Oh, guck mal, wie das noch hier aussieht. Ja, ich war gestern 5 Stunden hier. Ich habe die Kühlschränke alle gefüllt. Die gehen raus. Die Kühlschränke kommen alle ohne Kältemittel. Und jetzt habe ich leider kein Kältemittel mehr da, ist alles leer. War ich nicht drauf eingestellt, weil diese Kühlschränke sind mit R600A, so wie im Haushalt. Hocheffizientes Kältemittel, GWP1 nur. Die laufen, werden jetzt verpackt wieder und dann gehen die weg. Und der Kunde, der am Freitag den oder Donnerstag den Kühlschrank gekriegt hat, hatte mich heute Morgen angerufen, ganz lieber Kerl. Aber sagte, hör mal, sagte, mach mal auf hier. Sagte, hier habe ich 2 Wassertropfen gehabt. Kinders, das hat auch Dometic, das hat auch Tedford, habe ich schon oft gehört. Ein Frosterfach im Kühlschrank ist immer, in dem Moment ist das hier nicht kalt, sondern warm, also der Temperaturunterschied. 6 Grad, minus 15 Grad. Dann kommt es immer mal vor, siehst du hier, hast du immer mal so ein paar Wassertropfen. Morgen gehst du mit dem Lappen drüber. Wen stört das? Und der Ari am Samstag sagte, der hat irgendwas angerufen und sagte, das ist doch normal, geh einmal mit dem Lappen, was soll das? Das ist keine Diskussion und kein Mangel, das ist normal. Weil ich habe es gesehen, dass viele bei Tedford auch haben, da hast du hier schon mal so ein Wassertropfen. Also einmal so, Kinder, einfach nur Kinderkram. Ja, und wenn du einen Absorberkühlschrank hast, der schafft immer, weil ich habe diese Kühlschränke sind hauptsächlich ausgelegt, hohe Leistung Kühlschrank. So, minus 14 wird der machen, minus 14. Ja, das Augenmerk ist auf den Kühlschrank gelegt. Ne? Das ist, hier macht der hohe Leistung im Sommer. Ja, schau mal. 20 Grad haben wir hier in der Halle. Ne? Wir gucken mal, wie kalt der Froster ist. Wir gucken jetzt mal, wie kalt der Froster ist. Ich weiß nicht, wie kalt er ist. So, warte mal. Ist ja ein Absorberkühlschrank, weil die kühlen. Das ist ja unglaublich. Oh, ist der kalt hier. Boah, guck mal. Ist der kalt. Tu mal die Hand rein. Was hältst du davon? Das haben wir doch schon in der Schule, das haben wir schon in der Lehrzeit. Das kennen wir doch alles. Diese Tricks, Kinder, die Tricks sind doch nicht neu. Guck mal. Oh, ich würde mal sagen, minus 30 hatte. Minus 30 hatte. Spielerei da. So eine Scheiße da immer. Hör und seh. So, pass mal auf, komm, wir fahren mal, gehen wir nach hinten. Ja, guckt euch mal den Dreckstall an hier. Guckt euch das mal an. Geht es noch? Mann, wenn ich Gäste kriege hier, der Stellplatz, was sollen die denken? Pass mal auf, wir zeigen euch da gleich mal. So, die habe ich jetzt am Tisch am Laufen. Kommt mal mit, wir gehen da mal rein. So, hallo Stefan. Vor Auslieferung wird jeder Kühlschrank getestet. Die dürfen nicht gefüllt sein auf dem Schiff mit Gas. Ich habe die Klimaanlage auf meinem Reisemobil, die Wärmepumpe, die finde ich laut. Und dann habe ich mit denen gesprochen und ja, da hat noch nie einer was gesagt. Gut, wir sagen ja immer was, wir sind anders. Egal. Und dann haben sie mir, irgendwann waren die zweimal hier aus Belgien und hin und her. Und ja, ja. So, dann habe ich ungefähr 2 Monate gewartet, 2,5 Monate, haben sie mir eine neue geschickt, dieser Vertrieb. Dann waren die Mieters hier, ich war aber nicht da, ich war, glaube ich, beim Arzt, komme ich, und die neue Klimaanlage stand dann in der Halle. Dann sind wir hingegangen, haben die bei mir auf dem Auto gebaut, alles war fertig. Ich habe das mit Kevin gemacht, habe die Klimaanlage angemacht. Läuft, irgendwann kommt Störung, ich glaube U3 oder UP3, irgendwie sowas. Ich denke, was ist das denn? Alles gefummelt und gemeldet. Ja, dann kommt auf einmal eine E-Mail von dem belgischen Vertrieb. Die Klimaanlage ist mit dem Flugzeug gekommen, eine, mit dem Flieger.
Da sind 470 Gramm Kältemittel R32 drin. Haben Sie nicht reingetan. Läuft nicht. Ja, okay. Habe ich die Klimaanlage wieder abgebaut, aber die hat kein Schraderventil. Muss ich erstmal abschneiden, schweißen, ein Ventil drauf, habe ich die gefühlt, jetzt ist auf meinem Wohnmobil drauf und läuft. Das ist mit Kältemittel so eine Sache. So, schaut mal, die bin ich am Testen. Minus 12, 3,4 im Kühlschrank. So, der hat 4,5 Grad, 3,4 Grad, 4,8 Grad, das sind ziemlich nah beieinander, 3,7 Grad. So, und erst wenn die alle zwei Tage laufen, die bleiben jetzt hier stehen, ich habe kein Kältemittel mehr, Kältemittel ist leer, ist nun mal so. Ich habe hier einen Datenlogger drin, hier, 4,4, 3,4, ja, ich weiß auch nicht, diese Abweichung, das, der ist genau, das ist der Daten, der zeigt auf, darum blinkt der hier oben, ne? Da kann man, zack, so, der zeichnet das jetzt alles auf. Die laufen heute den ganzen Tag, die laufen morgen den ganzen Tag und die Kartons hat der Stefan hier irgendwo stehen, hier, dann werden sie alle verpackt, ich muss vier Stück rausschicken, aber die müssen halt warten, geht nicht so schnell. So, seht ihr hier, ich habe das jetzt mal alles gefüllt. Die sind jetzt soweit fertig, aber jetzt komme ich nicht weiter. Der letzte läuft auch nicht richtig, der macht Geräusche, weil ich habe kein Kältemittel mehr. Ist nun mal so, kann ich nichts daran ändern. Aber stellt euch das bitte nicht so einfach vor. Demnächst, nach der neuen EU-Verordnung, wird alles nur noch, wenn es mit dem Schiff kommt, wird es kein Kältemittel mehr drin geben. Ja, so sieht's aus. So. Komm, wir fahren jetzt mal. Meine Frau, die war heute Morgen kurz hier hinten mit mir. Die sagt, guck dir das mal an, den Saustall. Ja. Ich habe mit dem Ding gerade den Floß zum Lackierer gefahren, über die Straße. So, seht ihr hier mein Spielzeug? Nagelneu. So, komm, hier, jetzt machen wir mal. Guckt euch das mal an hier. Da, da, da. So, mach mal auf das Loch hier. Guck mal hier vorne. Es hat eigene Putzmaschine. Das ist doch wohl mal ein geiles Maschinchen, wa? Guck mal da. Komm, ich fahr da noch mal drüber, über das Riesending da. Ah. We'll be right back.
mal her. Wer hat so eine Maschine? Muss die Bürste noch ein bisschen einstellen und fahre ich hier drüber, dann siehst du nichts mehr. Guck mal an, wie das aussieht. Da kannst du nicht mehr Besen machen. Wie denn? Guck mal hier. Guck mal, der Schweinestall. Das sieht ja aus wie bei der hier. Ja, da muss ich gleich gucken. Das macht ja sonst unser kleiner Leon. Der ist so happy, damit zu fahren. Ja, aber braucht man doch. Man muss doch für sein Gelände eine Putzmaschine haben. Guck, brauche auch einen Bagger, brauche auch einen Radlader. Ja, hab eine Macke. Aber ich brauche das. Da läuft schon wieder der Mischa. Der Jens macht das. Unter Bodenschutz macht der Justin alleine. Und dann kann ich zwischendurch immer unser Hausmeister mit Jens, die machen die Böhle rein. Also die Pfähle. Ja, hier muss ich gleich anständig putzen. Da ist gleich wieder sauber der Hof. Ja, so sieht es aus, liebe Camper. So, dann bringe ich dich mal nach vorne.